Hallo Freunde des Software Entertainments. Heute schauen wir uns im Zulu CMS einmal Page Layouts und Block Layouts an. Das bietet einfach optimale Möglichkeiten für eure Redakteure und euer Content Marketing. Viel Spaß nach dem Intro. Hier haben wir die aktuelle Seite von Never Code Alone und ich zeige euch heute praktisch das Ergebnis meiner Arbeit. Ist ja direkt auf GitHub aufrufbar, aber ich kann hier einfach auch nicht immer alles so nachprogrammieren, denn komplexere Dinge, die euch ja wahrscheinlich interessieren, sind vielleicht auch einfacher gezeigt. Gebt mir bitte Feedback dazu, ob euch das auch so gefällt. Das wäre eine große Hilfe für mich. Kommen wir zuerst einmal zu unseren ganz normalen Page-Konfigurationen, so wie wir sie aus den bisherigen Videos hier kennen. Wir haben hier zum Beispiel ein PHP-Training für eine Codeception-Schulung. Und wir sehen, hier gibt es jeweils ein Video-Element, eine Headline, dann noch eine Headline, ein Description-Text für die Schulung, es gibt ein Zitat von einem Teilnehmer, dann was hier benötigt wird, wird als Liste gepflegt, es gibt einen Ablaufplan und das ist natürlich eine ganz praktische Sache, wenn Redakteure das einfach an einer Stelle immer gleich eingeben und nicht jedes Mal das Layout neu organisieren. Das ist sowohl für den Redakteur als auch für den User eine echt wichtige Sache und ich würde mir lange überlegen, ob ich die Freiheit von Zulu Blocks in jedem Kontext zur Verfügung stelle. Wann das Sinn macht, zeige ich euch allerdings auch direkt gleich. Wir schauen uns jetzt noch einmal die bestehende Konfiguration hier an. Wie gesagt, dieses Projekt ist so, wie es ist, mit allem Wissen, was ich praktisch über Pipelines, Docker etc. halt habe, auf GitHub Open Source veröffentlicht. Wir haben hier Konfigurationen und wir haben jetzt hier Templates und unter den Templates haben wir Pages. Und unter den Pages haben wir eine Training XML. Und dieses Training XML ist die Seite, die hier die Codeception-Schulung repräsentiert. Schauen wir nochmal kurz drauf, loggen uns hier ein. Sinnigerweise habe ich meine lokale Umgebung hier als Startseite eingerichtet. Und wenn ich hier eingeloggt bin, kann ich ganz einfach zu meinen Trainings gehen und habe hier die Codeception-Schulung und der Redakteur sieht hier praktisch diesen schematischen Aufbau. Ja, hier oben ist der YouTube-Frame, hier könnte man auch noch einen Preis hinzufügen. Das heißt, dass man irgendwie sagt, Remote kostet das 750 Euro, dauert 8 Stunden und das Level ist Medium. Da weiß ich auch nie so genau, was man da halt hinschreibt. Und wir hatten diese Remote-Schulung ja auf jeden Fall mal öffentlich gemacht. Das hieße, hier kommt auch noch ein Datum rein. Und in dem Moment haben wir dann hier entsprechend auch nochmal diese Teaser-Box, die wir bisher hier noch nicht haben. Aber es ist auf jeden Fall sehr einfach für den Redakteur, weil er eben halt immer in der gleichen Struktur arbeitet, diese Dinge einfach anlegen kann. Hier kann ich jetzt weitere Dinge halt hinzufügen. Wer der Trainer ist, habe hier meine Kursinfo. Das hier war natürlich irgendwo für die Location. Damals vor Corona konnte mir hier einfach eine Location einfügen. Und habe hier eben halt dieses Zitat und alle Informationen, die ich eben halt so brauche, auf einen Blick. Kann das eben halt speichern, publishen. Und der User kommt hier eben halt auch immer mit jeder Seite halt klar
und kann hier ganz einfach sagen, okay, wenn ich in dem einen Training bin und gehe jetzt in die PHP-Stan-Schulung rein, dann, okay, hier habe ich Level erfahren gemacht, ja, maximal 6 Teilnehmer, ist noch so eine Begrenzung, die ich hier eben halt eingesetzt habe. Und habe hier halt alle Informationen und das ist echt gut. Das andere sind Zulu Blocks. Ja, ich habe beispielsweise eine Landingpage hier für die Websprinter. Und das ist eine Landingpage, die für das Content Marketing ist. Ja, es werden hier immer wieder kommen neue Themen auf, die wir hier vielleicht eingeben möchten. Wir haben jetzt eben halt die Referenzen. Wir haben hier irgendwie so eine Call to Action mit so einem Bildchen. Wir haben irgendwelche Itemlisten und unser Team und haben hier halt unseren Ablauf von diesem Websprint. Und ich könnte ja jetzt sagen, dass wir hier jetzt noch einmal sagen, hey, ich hätte hier ganz gerne nochmal eine Call to Action unter dieser Itemliste. Oder ich möchte diese Itemliste hier nach oben verschieben. Das ist in einem normalen Page-Layout leider nicht möglich. Oder vielleicht auch bewusst nicht möglich. Wie gesagt, wir wollen uns die Struktur von einer Schulung auch gar nicht durcheinander bringen lassen. Deshalb habe ich jetzt hier die Websprinter und bei den Websprintern seht ihr hier eben halt auch schon Blöcke. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier Referenzen, White Shows Us, ich habe die Iconlist, das Team und wenn ich jetzt sage, okay, ich schiebe diese Iconlist einmal nach oben, dann sehe ich das entsprechend hier im Layout, dass meine Iconlist hier nach oben gerückt ist, ja. Gemeinsam mit Leidenschaft, dann kommt unsere Iconliste. Hier, dieses Gerät ist das. Schau nochmal hier. Iconliste. Ich dachte erst, das wäre die Iconliste, aber das hier ist die Iconliste. Hab das jetzt hochgerückt, kann sagen, okay, speichern. Jetzt sage ich Refresh. Und habe diese Iconliste halt direkt unter den Referenzen. Das überlappt jetzt hier ein bisschen. Das mag jetzt mal dahingestellt sein. Mit Zulu-Blöcken geben wir den Redakteuren also unbegrenzte Freiheit, hier einfach neue Blöcke hinzuzufügen. Wir haben hier eben halt, das schauen wir uns gleich einmal auf Code-Ebene an, unsere entsprechenden Content-Typen, die wir definiert haben, ja, Headline und Description, Iconlist, Referenzen, Team, White Shows Us, Call to Action oder eben halt unsere Kurse. Unsere Kurse sind in diesem Falle eben halt entsprechende Referenzen. Wenn jetzt also ein Redakteur ein neues Content-Element haben möchte oder wir sagen, gut, wir brauchen hier irgendetwas, was auf allen Seiten zur Verfügung gestellt wird und bei Bedarf halt reingesetzt werden kann, wie gesagt, in unseren typischen Content-Management-System-Seiten, die wir jetzt veröffentlicht haben in unseren Projekten, sind das ungefähr 10 bis 15 Content-Typen, die am Ende für eine wirklich gute Corporate-Webdesign-Webseite gebraucht werden. Dann können wir hier sehr einfach unter Templates, Includes, habe ich hier nochmal das Layout, Edugate. Ihr wisst ja, dass ich hier verschiedene Layouts eingebaut habe. Habe ich eine Blocks-XML. In dieser Blocks-XML definiere ich einfach, welche Blöcke hier geladen werden. Und diese Blöcke sind eben halt meine Content-Elemente. Und ich habe hier beispielsweise einfach einen Call-to-Action-Button. Den schauen wir uns mal an. Der hat halt eine Headline, eine Description und als Freitext und einen Button und einen Link. Das kann ich eben halt ganz einfach hier
definieren und dann über den Blocks Loader zur Verfügung stellen. Headline und Description ist in meinen Augen das Element, das am häufigsten gebraucht wird. Ich habe hier Einfluss auf die Reihenfolge für die Redakteure, habe den Call to Action hier recht weit nach unten gepackt. Ist vielleicht wichtiger, ich hatte ja ein Video zu Call to Actions gemacht, habe ich hier auch nochmal verlinkt. Ist ja ganz gut angekommen, ist allerdings ein Marketing-Kontext. Wie gesagt, dienstagsabends 18.15 Uhr Zulu-Tutorials, Freitagabend 18.15 Uhr. Eure Meinung ist gefragt, von daher folgt dem Kanal, gebt mir hier mal ein Like an der Stelle. Und ja, das gibt mir eine hohe Flexibilität. Wenn ich das gemacht habe, habe ich ja hier einen eindeutigen Namen, wie zum Beispiel Team, von dem Blog. Und dieser Name kann ganz dynamisch in den Templates hier geladen werden. Das heißt, ich habe hier eine blogs.html.twig, die mir einfach meinen Blog-Type dynamisch lädt. Hier müssen überhaupt keine Anpassungen gemacht werden. Ich muss hier lediglich das entsprechende Template reinschmeißen und bin schon glücklich. Ich habe hier meinen Call-to-Action-Button beispielsweise oder auch mein Team, das ich hier entsprechend habe. Wie gesagt, das gesamte Projekt ist auf GitHub veröffentlicht. Vielen Dank an der Stelle erstmal für euer Interesse. Wie gesagt, es ist ein etwas neues Format, bei dem ich euch demnächst auf jeden Fall Tests, meinen Quality Gates und die gesamten Features von Never Code Alone vorstellen möchte. So hatte ich die Reise ja begonnen. Die ersten Videos habe ich hier ja erst einmal so gemacht, dass ihr die halt nachprogrammieren könnt oder ich die vorprogrammiere. Jetzt würde ich euch gerne Dinge zeigen. Demnächst kommen allerdings auch wieder praktische Dinge zwischendurch. Zum Beispiel die Navigation werde ich auf jeden Fall jetzt im Kontext zu Testify machen. Gebt mir bitte Feedback, wie das bei euch ankommt, und dann habt viel Spaß.